Hallihallo. Moment. Die Kamera ist ja gar nicht an. Geht gleich los. Hallo, Mahlzeit. Oh, bin schon wieder voll hier. Ahoi, Angry, grüß dich. Anni, grüß dich. Skars, grüß dich. Mahlzeit, die Herren und die Damen. So. Ach, ich hab's Internet nicht ausgemacht. Moment, eine Sekunde. Das Internet ausmachen. Mahlzeit, weißer Wolf. Schön, dass du auch wieder da bist. So. Ah, die Dächer sind gefroren, alles ist gefroren, also jetzt ist es richtig schön kalt hier. So. Wo waren wir denn stehen geblieben eigentlich? Genau. Die Köp. Wir machen doch die Göpp. So. Hä? Oder? Der Ziegenbart wird jetzt noch abgemacht, weil du hast ja hier auf dem Bild kein Ziegenbart. Hallo Julia! Mein Stuhl, der knackt auch wie die Sau. Das ist permanent. Julia, der Stuhl ärgert mich immer noch. Ah, wenn ich hochgehe, ärgert er mich nicht mehr. Ist aber wahrscheinlich irgendwie eine Krankheit unter Künstlern. Jeder hat immer einen kaputten Stuhl. Ist wirklich lustig. So, jetzt machen wir den Bart und dann machen wir den Kopf drauf. Klick. Genau. Ja. Angry hat ja auch einen kaputten Stuhl. Wir werden uns mal gegenseitig zu Weihnachten Stühle schenken. Ah, ja, wenn man ihn stehen malt, gell? Da ist es. Ist die Masse härter. Ein Sessel vorm PC, ja, das ist auch cool.
So, habe heute den ganzen Nachmittag Verpackungsmaterial gemacht. Also Kisten bauen. Hallo, Garafier! Garafdier! Ja, Garafdier. Ich bin ja nicht so schwer, also wenn ich jetzt so schwer wäre, wäre es ja ein Ding. Da ist nur, der mag mich nicht, mein Stuhl. Der mag halt nicht immer unten sein. Der will halt auch mal hoch, hoch hinaus. Die Musik zu laut oder so? Nee, gell? Sollte heute eigentlich recht ordentlich sein. Also ich habe heute mal bei UPS angerufen und habe da mal nachgefragt, wie das aussieht mit Kunstsachen verschicken. Und UPS hat knallhart zu mir gesagt, sowas machen wir nicht. Unikate, das ist zu wertvoll. So, jetzt habe ich bei der Deutschen Post angerufen, was ich eigentlich aus Reedereien her von anderen Leuten eigentlich ersparen wollte und muss das nun mit der Post versenden und hoffe, dass es halt wirklich ganz ankommt. Ich packe das in Holzkisten, ich baue extra unten jetzt Holzkisten dafür, damit es halt weil in den Karton, das ist mir nichts, da kommt das niemals an. Tut das noch in tut das dann mit Sägespänen komplett füllen, pressen noch ein bisschen. Also so quasi vorsichtig immer eingepresst, dass es halt hier, dass das hier nicht drin rumflattert. Wenn es da so einen Schaum gäbe, den man reinsprühen könnte, und das dann halt nicht festkleben würde, dann würde ich das definitiv so machen. Aber da habe ich halt Angst, dass halt beim Versand, wie schon gesagt, dass es halt kaputt geht. Ich hoffe nicht. Ah, wird schon ankommen. Aber bis hoch zum Raumschiff ist es halt auch ein weiter Weg. Ja, deswegen, ich muss jetzt ja noch eine. Ich baue ja schon die Raumkapseln dafür. Ich habe ja schon gesagt. Und da müssen wir mal. Das wird schon sehr gang gehen. Die Raumkapseln sind ja geschützt. Bis ins Unendliche.
Aber Angry, falls es kaputt geht, es ist ja auf 2500 Euro versichert. Wie man so einen Wert festlegt bei so einer Figur, den kann man nicht festlegen. Der ist bis ins Unermessliche. Den Angry seine Figur, zum Beispiel, ist unbezahlbar. Ist nur für den Angry. Nur für den Krautman. Es ist ja eigentlich so, das sind absolute Unikate und die sind unbezahlbar. Wie will man da den Wert festlegen? Jetzt von Arbeitsstunden und jetzt mal so davon abgesehen. Einfach nur von diesem Unikat halt, gell? Ah, machst gerade Geschenke. Skyrim, nee, sowas. Angry ist in Weihnachtsstimmung. Genau. Star Wars Battlefront, das ist was Geiles. Liebe Star Wars. Du liebst Geschenke? Julia?
Fleißig sammeln, Julia, da weißt du Bescheid. Sagst du? Ja, du bist ja immer fleißig. Herpfan! Grüß dich, Herpfan Derbsten! Mahlzeit! Schön, dass du auch da bist.
Spiegelt das dein Bart wieder? Also, da wird jetzt noch hier so fein gemacht, aber jetzt so vom... Also... Heute ist Freitag. Was ist Freitag? Wochenendenanfang. Entschuldigt, ich kann nicht so viel sprechen jetzt hier. Der Unterkinnbart ist eine sehr feine Angelegenheit.
erstmal noch die Ohren und dann legen wir die Haare an. Dafür müssen wir ihn aber jetzt aufspießen. Den Kopf drauf machen. Weil sonst wird das nicht. Es könnte jetzt kurz ein bisschen Feuer, Opa, grüß dich. Schön, dass du auch da bist. Könnte jetzt ein bisschen zwicken, Achtung, gleich zwickt's. Angry, Achtung. Jetzt zwickt's. Okay, ist vorbei. Alles schon geerdet. So, schön. Opa, alles klar bei dir? Ja, Angry, sorry. Das kann jetzt nochmal kurz, nur kurzweilig. Ich spiele nur ein bisschen. Sei noch einmal tapfer jetzt. Ich weiß, es ist nicht jeden Tag, dass jemand mit einer Zange hier am, aber wir müssen das machen. So, pass auf. 1, 2, zack. Hast gesehen? Und alles vorbei. Ah ja, gut, wir müssen noch einmal. Geschafft. So, naja, ein bisschen am Hals hast du ein Kratzer. Das kann man verarzten. So, einmal frei. Hallo, Stefans. Mahlzeit. Oh, ja, es geht ja schon. Ist ja schon. Nachmittag. Hier muss ich immer selber aufpassen, dass ich mir nicht die Finger kaputt steche.
So, mal. Oh, widerspenstig. Kriegt man nicht jeden Tag so eine Behandlung, gell? So, da können wir hier noch ein bisschen was abschnuddeln. Hallöchen, Jacqueline. Ah ja, okay, Opa, wenn's, dann ist es so. Dwargo, Dwargo, hallo. Julia, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es vielleicht irgendjemand, passt da mal auf Dwargo. Bitte. Danke. What? Dwargo, was meinten Dwargo? You very gifted? Wieso du kein Schwert hast, Angry? Weil du manchmal immer so unüberlegt. Weißt du, wie gestern zum Beispiel. So, pst. Und dann musst du wieder Puls messen und
Du weißt doch, wie das ist. Ah, okay. Komm her. Mahlzeit, Rektalwarze. Oh yes, thank you, Twago. Thank you. So. Hallo Maschi! Schön, dass du auch da bist. Followerzahl geht ja gar nicht hoch gerade, also dieses Ding da. Jetzt habe ich denn hier wieder die Box nicht an, die Alertbox. Werd noch einmal ein Follower. Angry, bist du noch da? Schreib mal was. Muss gleich los, ja. Ah, auf Arbeit. Shit, ey. Wir sehen uns heute Abend bestimmt wieder. Kein Problem. Bist ja der Beste mit. Was ist mein Lieblingsessen? Oh. Schön. Eine schöne. Warte mal. So ein schöner Salat. Ach, kann ich ja gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. So Salat mit Paprika. Paprika muss immer überall dabei sein. Paprika ist für mich das Beste. Angry im Bannwahn. Und raus bist du. Schön. Ach Mensch, bei mir klingelt das Telefon, Leute. Na, das klingelt. Das hört auch wieder auf. Fleisch esse schon. Aber ich habe mal probiert, das sein zu lassen, aus ethischen Gründen. Aber habe dann ganz schnell gemerkt, ey, der Drasti ist ja sowieso schon dünn. Oder sag mal so, das Bewusstsein will es nicht so richtig begreifen. Mensch. Gleich ist hier aber Schluss, Leute. Wartet mal, ich muss mal schnell ans Telefon. Meine Fresse, was ist denn hier nur los? Ist der Bahnhof oder was?
Ist das ein Theater? Nee. Ich. So. Wo war ich stehen geblieben? Hier. Was? War denn jetzt los? War das Bild weg? Was, bin ich übers Internetkabel gestolpert? Ne, eigentlich nicht. Ist eigentlich alles top bei mir, internetmäßig. Ich habe jetzt wieder, ich habe schon wieder keine Leute hier. Naja, ich hoffe, es haut alles hin, Leute. Okay, alles klar. Ja, na, dann mach ich jetzt Schluss, okay. Gut, bis dann, tschüss. So, Leute, ist der Wurm jetzt drinne. Ich muss jemanden ins Krankenhaus schnell mal fahren. Und zwar von einem Kumpel, die Freundin. Hat irgendwas mit dem Unterleib. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Wir sehen uns dann heute Abend 20 Uhr. Für alle anderen noch nicht abschalten, jetzt noch nicht abschalten, weil ich habe ja noch ein Video, was ich euch zeigen will. Schnell mal 2 Minuten, dauert nicht lange. Also danke fürs Followen, die mich gefollowt haben. Danke fürs Reinschauen, die reingeschaut haben. Angry, wir sehen uns heute Abend wieder. Und an alle anderen, macht euch noch einen schönen Tag. Danke an die Mods. Ja, die Mods waren ja wieder mal sehr wichtig. Wartet, wartet. Ja, da kommt wieder einer rein. Geschneit. Mann, die Maus. Brian BP, danke für dein Follow. Du bist auch ein Kunstliebhaber. Und herzlich willkommen hier bei uns im Stream. Also Leute, würde ich sagen, kleines Abschlussvideo von mir noch an euch. Das machen wir jetzt jeden Abend mal so. Und würde ich sagen, bis heute Abend. Ah, jetzt. Bis heute Abend 20 Uhr. Alles klar. Bis dann. Bis heute Abend 20 Uhr, jetzt noch das Abschlussvideo. Tschüss. Was ist denn das jetzt? Es geht nicht. Ich hab's vorhin noch probiert, da ging's. Ah, jetzt. Moment. Machen wir nachher mal heute Abend ordentlich. Wenn viel Geld du hast, schneller, leichter und verführerischer dein Leben wird.
viel Geld dich in die Welt der Macht und des Ruhms führen können. Doch hüte dich, Sackgassen des Glückes sie sein können. Rastlos der Geist der Gierigen ist. Mit Freude und Mitgefühl dich sicher leiten werden. Wählen du kannst. Doch Dunkel, Eifersucht, Konkurrenz und Übelwollen sind, das Gute sie in dir zerstören. Beziehen den Palast du zwar kannst, doch frei von ihm und seinen Einflüssen bleiben du musst. Wenn dunkle Versprechen des Geldes enthüllt du hast, die positive Energie des Geldes fließen wird. Großer Nutzen aus jedem Euro in deiner Hand erwachsen wird, eine Abstimmung, dein Kaufen dann sein wird. Eine Abstimmung über die Welt jenseits der Gier.